Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es so ein bisschen um Feminismus und die Erziehung unserer Töchter. Und dazu habe ich zwei Bücher gelesen. Und zwar sind die von der Autorin, Moment, ich konnte es nicht richtig aussprechen, Chimamanda Ngozi Adichie. Keine Ahnung. Und das eine Buch ist Mehr Feminismus, ein Manifest und vier Stories. Und das zweite und wesentlich wichtigere auch für dieses Thema heute ist dieses hier. Liebe Iyerwele, wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden. Und diese zwei Bücher habe ich gelesen aus dem Ansporn heraus, dass es ganz, ganz viele Punkte gibt, was ich für Svea später mal nicht möchte und wo ich jetzt schon in der frühesten Erziehung darauf hinarbeiten möchte. Und da brauche ich einfach manchmal so, ich weiß gerne, wo ich hin möchte, nämlich dass Svea eine Frau, eine freie, selbstbestimmte Frau ist, die überhaupt keine Beschränkungen hat im Sinne von, ich bin eine Frau, ich darf das nicht oder ich habe nicht das Aussehen dafür, ich habe nicht die Kenntnisse dafür, also dass sie völlig frei ist, völlig frei von irgendwelchen Beschränkungen, vor allen Dingen hier oben im Kopf. Und deswegen habe ich dieses Buch oder diese Bücher gelesen und was ich da gelesen habe und was ich für mich mitgenommen habe, das möchte ich heute mit euch teilen. Prinzipiell ist es ja schon mal so, dass Frauen dazu erzogen werden, sich klein zu machen, beziehungsweise zumindest kleiner als ihr Mann. Die sollen zwar erfolgreich sein, aber bitte nicht so erfolgreich wie der Mann. Die sollen Geld verdienen, aber bitte nicht so viel wie der Mann. Und warum? Warum soll das sein? Man sollte prinzipiell schon erstmal Mädchen und Jungs komplett gleich erziehen. Das ist etwas, woran ich auch an mir selber arbeiten muss, weil ich mich immer wieder dabei erwische, dass ich das halt nicht tue. Aber das ist wirklich auch so ein Gesellschaftsding, ne? Man hat so Dinge einfach in seinen Kopf eingehämmert bekommen und davon muss man sich selber erstmal frei machen, um seine Kinder so erziehen zu können, wie man es denn eigentlich wirklich gerne möchte. Mädchen werden auch dazu erzogen, Zugeständnisse zu machen. Was man bei Männern bzw. Jungs eher nicht so macht, ne? Die sollen Kompromisse eingehen, die sollen halt von sich einfach was begraben. Manchmal auch sagen, okay, dann bin ich jetzt halt nicht dran, weil der Mann ist dran. Und das ist auch so dieser Punkt, das ist ja das, was uns Müttern so oft dann Probleme macht, dass wir immer einstecken für die Kinder, für den Mann und uns selbst immer weiter zurücknehmen und immer mehr Zugeständnisse machen. Mädchen werden auch dazu erzogen, sich zu vergleichen. Und andere Mädchen werden immer als Konkurrenz betrachtet, nämlich in Konkurrenz, was Jungs angeht, ne? Man vergleicht sich immer mit anderen Mädchen, okay? Er mag mich nicht, er mag sie, weil sie viel längere Haare hat, weil sie schlanker ist als ich, weil sie schlauer ist als ich. Irgendwie sowas. Aber vielleicht mag er sie, weil sie ein gleiches Hobby teilen oder so, ne? Also wir werden von Grund auf dazu erzogen, uns mit anderen Mädchen zu vergleichen. Und Jungs haben diese Beschränkung zum Beispiel auch wieder nicht, ne? Die sehen das öfter viel, viel lockerer. Mädchen sind auch nicht auf dieselbe Art wie Jungs oder dann Männer sexuelle Wesen. Das ist so, so oft, ne? Es gibt so viele weibliche Schlampen, aber kaum männliche Schlampen. Es ist verwerflich, wenn eine Frau ganz, ganz viele One-Night-Stands hat. Bei Männern setzt man das quasi schon voraus, weil nur dann sind sie wirkliche Männer, ne? Wie oft hat man das in Vergewaltigungsfällen, dass man dann irgendwo auch noch das Mädchen beschuldigt, ja, warum war sie denn mit ihm zusammen oder warum war sie alleine jetzt mit mehreren Männern unterwegs? Das hat sie ja quasi provoziert oder schau doch mal, welche Klamotten sie anhatte, es war doch logisch. Und das würde man nie bei einem Mann tun. Also schon da wieder diese Unterscheidung in der sexuellen Art und Weise, dass Frauen und Männer bzw. Mädchen und Jungs da völlig unterschiedlich betrachtet und erzogen werden. Und wir erziehen Mädchen automatisch zur Scham. So dieses, zieh das nicht an, weil es vielleicht zu kurz ist oder schlag die Beine übereinander. Das würde man bei einem Jungen nicht machen. Die werden sogar quasi dazu aufgefordert, schon als kleine Jungs nackig baden zu gehen, in den Wald zu pullern und solche Sachen, ne? Und schon Mädchen werden vom Prinzip her zur Scham erzogen. Warum denn? Und genau das ist auch dann im Erwachsenenleben wieder so dieses Prinzip, dass wir uns zum Beispiel dann für unsere Körper nach der Schwangerschaft schämen, dass wir uns schämen, wenn wir am Strand im Bikini liegen. Und das muss doch einfach nicht sein. Und da ist schon dieser
Ursprungspunkt wirklich in der Erziehung der Mädchen. Ich erziehe Vincent nicht zur Scham. Irgendwann wird dieses Schamgefühl bei ihm kommen. Das ist einfach ein Entwicklungsprozess hin zur Pubertät. Und dann akzeptiere ich das auch. Aber ich möchte das nicht fördern oder übertreiben. Und genau so möchte ich das aber bei Svea nicht. Also so, solange ich Vince nackt baden lasse draußen, solange möchte ich auch Svea nackt draußen baden lassen, weil es ein und dasselbe sein soll. Wenn sie dann später irgendwann mal sich hingezogen fühlt zu kurzen Röcken, dann soll sie sie bitte tragen. Wenn es mir dann irgendwann zu bunt wird, werde ich auch nicht sagen, das Kleid ist aber zu kurz, ziehst du bitte nicht an, sondern ich werde sagen, oh, das Kleid steht dir gar nicht gut. Weißt du, das Blaue, was so kurz über die Knie geht, das steht dir so wundervoll. Das solltest du heute anziehen. Also dann auch so ein bisschen Mindfuck zu betreiben und das nicht hinzuziehen in Richtung, das darfst du nicht anziehen, weil man sollte es nicht anziehen oder du solltest dich schämen, sowas anziehen zu wollen. Und das sind halt so Aspekte, die jetzt vor allen Dingen in diesem Buch auch angesprochen wurden, wo es halt auch ganz allgemein um das Thema Feminismus ging. Und in diesem Buch wurde jetzt ganz speziell darauf eingegangen, na, wie soll ich denn meine Tochter jetzt wirklich dazu erziehen, dass sie eine selbstbestimmte, starke, freie Frau wird? Es geht bei der Erziehung unserer Töchter schon erstmal bei uns selbst los. Denn wir sollten uns selbst nicht über das Muttersein definieren. Wir sind nicht 100% Mutter. Und da geht es nämlich schon los, das, was wir selbst vorleben, das nehmen unsere Töchter auf. Und wenn ich mich selbst immer weiter zurückschraube, wenn meine Tochter mich ganz oft sagen hört, dass ich mich hässlich fühle, dass ich meinen Körper nicht mag, dass ich mich unwohl fühle, was adaptiert sie denn dann für sich? Sie empfindet mich als wunderschön. Das ist einfach so. Kinder empfinden ihre Mamas als wunderschön. Und sie denkt sich, oh Gott, wenn meine wunderschöne Mama sich hässlich findet, was soll dann erst ich über mich selbst denken? Also man muss auch schon diese Rolle wirklich vorleben. Und da geht es dabei los, sich nicht über dieses Muttersein zu definieren, sondern wir sind an allererster Stelle, sind wir selbst, sind wir eine Frau. Und das müssen wir unseren Töchtern auch wirklich vorleben. Und das heißt, und das wird auch noch in späteren Videos ganz, ganz oft Thema sein, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse ausleben müssen. Weiterhin geht es da, wenn man auch so an diesem Ursprung anfängt, Vater und Mutter teilen sich den Job, ne? Geht mal wirklich, seid mal wirklich ehrlich, teilt das mal in Prozenten auf. Bei uns ist das so, 90% mache ich, 10% macht Manu. Dabei sollte es 50-50 sein. Jeder von uns arbeitet. Ob nun der Mann im Büro arbeitet oder auf der Baustelle und dann nach Hause kommt oder ob wir von frühmorgens mit den Kindern arbeiten, ist völlig irrelevant. Es sollte 50-50 sein, wie wir uns den Haushalt aufteilen und die Kindererziehung aufteilen. Auch das später mal ein Thema in einem Video, weil bei uns ist das halt so extrem krass, ne? 90% mache ich und 10% mache ich, 10% macht Manu. Dabei sollte es, also es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und niemand hat irgendwelche Vorrechte oder Nachteile dabei, weil er vielleicht die ein oder andere Geschlechterrolle hat. Aber es wird automatisch so, Frauen sind die geborenen Mütter. Und die müssen dann einkaufen und kochen und putzen und die Kindererziehung übernehmen. Der Mann muss das einfach so vom gesellschaftlichen Denken prinzipiell erstmal schon gar nicht. Und da geht es jetzt nämlich los bei diesen Geschlechterrollen. Sagt bitte niemals zu euren Töchtern, weil du ein Mädchen bist. Du darfst bestimmte Dinge nicht, weil du ein Mädchen bist, oder du musst bestimmte Dinge tun, weil du ein Mädchen bist. Ich habe mich auch schon oft dabei erwischt, allerdings bei Vince, wo ich so gesagt habe, nee, das ist eher was für Mädchen. Totaler Quatsch. Und ich bin froh, dass ich das in dem Moment erkannt habe und dann habe ich es nochmal so ein bisschen umformuliert. Ich habe dann, ach nee, Vince, jetzt hat die Mama Quatsch erzählt und habe es dann halt nochmal revidiert. Ne? Schon da müssen wir auch wirklich anfangen. Es ist halt nicht so, rosa ist Mädchen und blau ist Jungs. Ich habe das schon so oft erzählt, dass ich das so unglaublich furchtbar finde. Das war ja so ein Problem bei meiner zweiten Schwangerschaft. Ich wusste nicht, bekomme ich ein Mädchen oder ein Jungen. Ja, geh da mal Sachen kaufen, ne? Also man hat ja fast nur die Auswahl zwischen rosa und blau. Und alles, was dann geschlechtsneutral ist, ist beige oder braun. Was ist denn das für geschlechtsneutral? Ja, es sollte
Gelb und Grün und Rot geben. Ich war auch so, Vince hat auch mal eine lila Hose getragen oder hatte so eine Dreiviertelhose, wo er kleiner war, die halt rosa Nähte und ein rosa Bündchen hatte, einfach weil die Hose toll war und die gab es für Jungs nicht. Also für Jungs, ne? Also nicht mit blauen Absätzen oder so. Jetzt trägt die halt Svea und genau da muss ich auch an mir arbeiten, dass es das halt nicht gibt. Jungs dürfen mit Puppen spielen, die dürfen malen, die dürfen singen. Und Mädels, die dürfen auch Fußball spielen und die dürfen sich auch dreckig machen. Also schon da nicht so diese Grenze zu ziehen und ja nicht zu den Töchtern zu sagen, das darfst du nicht, weil du ein Mädchen bist. Man sollte seine Töchter auch zur Selbstständigkeit erziehen. Nämlich im Sinne von, okay, wenn etwas kaputt ist, dann kann ich das ganz alleine reparieren. Mittlerweile ist das so einfach. Ich gehe auf YouTube, gebe mein Problem ein und dann kommt ein Video, wie ich das wieder in den Griff bekomme. Einfach, dass Mädchen unabhängig werden und nicht für bestimmte Dinge einen Mann brauchen. Aber genauso sollte man das vielleicht dann auch bei seinen Jungs machen, ne? Also die sollten auch kochen können, die sollten auch wissen, wie eine Waschmaschine anzustellen geht. Also Vince wird hier ausziehen mit 18 und dann kann der kochen, dann kann der einen Knopf annähen und dann kann der seine Wäsche alleine waschen. Was ich persönlich super, super wichtig finde und was die Autorin auch nochmal sagt, lesen, lesen, lesen. Sowohl natürlich Jungs und Mädchen, aber wir reden ja jetzt hier verstärkt eigentlich von der Erziehung von Töchtern, lesen. Und nicht den Schulkram oder was halt wichtig für die Schule ist, sondern alles, was dich interessiert. Und sei es irgendeine Liebesschnulze oder so, es beschäftigt deinen Kopf und lässt dich nachdenken und einfach so, lesen bildet ja auch die Sprache und wie man sich ausdrückt und artikuliert. Aber dann auch so ein bisschen das Lesen fördern in Richtung, okay, welche Themen interessieren dich denn, die vielleicht in der Schule gar nicht so besprochen werden, von denen du aber mehr erfahren möchtest, das dann auch wirklich fördern, wenn ihr merkt, da kommen Fragen, okay, die kann ich vielleicht nicht selber beantworten oder das interessiert das Kind, fördert das, kauft Bücher und lasst sie lesen. Lesen, lesen, lesen. Lesen ist so wichtig für die Bildung, weil das, was wir in der Schule lernen, sind wir mal ehrlich, ich brauche nur einen Bruchteil davon. Was brauche ich heute noch? Ich bin jetzt seit fast 10 Jahren aus der Schule raus. Lesen, rechnen. Ne? So, der Rest ist Allgemeinbildung. Das kann ich mir aber auch auf irgendeinem anderen Wege natürlich aneignen. Aber das, was jetzt gerade im Moment für mich wichtig ist und woran ich jetzt selbst als Person arbeite, das hole ich mir, indem ich lese oder mir zum Beispiel Podcasts anhöre. Erzieht eure Töchter auch dazu, dass sie sie selbst sind. Und dass sie nicht irgendjemand anders sein wollen, um gemocht zu werden. Also sich nicht verändern zu wollen, um gemocht zu werden. Ihr müsst euren Töchtern schon prinzipiell vermitteln, dass ihr sie liebt, genauso wie sie sind. Und wenn sie die größten Zicken sind oder wenn sie irgendeinen Charakterzug haben, den ihr überhaupt nicht abkönnt, ihr liebt eure Töchter so, wie sie sind. Und das tut ihr ja auch wirklich. Ihr müsst das nur wirklich auch zum Ausdruck bringen. Und eure Töchter dazu erziehen, dass sie halt nicht irgendwas an sich ändern wollen, um gemocht zu werden. Weil das ist dieser springende Punkt, was bei meiner Generation, finde ich, zu kurz kam. Denn wir wollen uns verändern, um gemocht zu werden. Von Männern, von anderen Frauen, von Arbeitskollegen, von Vorgesetzten. Und das ist totaler Quatsch, denn in dem Moment, wo wir zu 100% in uns sind und mit uns zufrieden sind, haben wir eine ganz andere Ausstrahlung, wir haben eine ganz andere Präsenz und das wirkt bei den anderen, das wirkt. Und da ist es völlig egal, wie wir eigentlich aussehen, ob das einem gewissen Schönheitsideal entspricht, wenn wir eine Wirkung und eine Präsenz haben. Das haben wir halt nur, wenn wir uns selbst wirklich akzeptieren und lieben. Dann hat das eine viel, viel größere Wirkung, als wenn wir jetzt lange blonde Haare und ein Sixpack hätten. Auch super wichtig, und das habe ich auch ganz viel in meinen Videos schon erzählt, wo es um die sexuelle Aufklärung von Kindern geht, der Körper deiner Tochter gehört ihr. Und wenn es sich für sie richtig anfühlt, Nein zu sagen, dann soll sie stolz darauf sein, den Mut zu haben, Nein zu sagen. Also in jeder Beziehung gehört der Körper deiner Tochter und sie selbst entscheidet darüber, mit wem sie ihren Körper zum Beispiel teilt, wann sie das tut. Es ist auch völlig egal. Es gibt ja immer, wenn man so eine Bravo gelesen hat, im Durchschnitt werden Mädchen mit 16 entjungfert. So war das bei mir. Heute sind es vielleicht 14. Und man saß da so mit 19 und dachte, oh mein Gott, was ist falsch an mir, dass ich noch keinen Sex hatte? Anders. Was ist richtig an mir, dass ich mir meinen Körper so lange für mich selbst behalten habe und ihn geschätzt und geehrt habe? Nichts dagegen, wenn Mädchen mit 14 Sex haben, wenn es für sie richtig anfühlt, mit dem richtigen Jungen, dann sollen sie das machen. Aber sagt Nein, wenn ihr der Meinung seid, dass Nein die richtige Antwort ist.
Und da kommen wir auch wieder zu einem Punkt, das habe ich auch in diesen Videos schon angesprochen. Redet mit euren Töchtern und auch mit euren Jungs ganz offen über Liebe und Sex. Es muss da so eine Offenheit herrschen von Anfang an, damit die Kinder dann irgendwann auch zu euch kommen, wenn wirklich ernsthaft Probleme und Sorgen und Nöte anstehen. Weil das ist so das Schlimmste. Wenn eure Kinder ein Problem haben, egal in welcher Beziehung, aber vor allen Dingen im sexuellen Bereich und dann nicht zu euch kommen können, aus welchen Gründen auch immer, von Anfang an ganz klar und offen über dieses Thema sprechen. Dabei bin ich nicht so ein Verfechter davon, dass man jetzt unbedingt die Geschlechtsteile beim wirklichen Namen nennen muss. Finde ich, muss man nicht, aber man muss den Dingen einen Namen geben. Die Kinder müssen wissen, wie sie Dinge bezeichnen müssen. Sie müssen einen Namen für ihre Geschlechtsteile kennen. Egal, ob es nun das wirkliche oder ein Fantasiename ist oder so, oder eine vereinfachte Form. Sie müssen ab einem gewissen Alter auch sagen können, was das Wort für Sex haben ist. Also ob ihr in der Familie Sex haben sagen wollt oder Liebe machen oder weiß der Kuckuck, sie müssen ein Wort dafür haben. Und das beginnt ganz, ganz, ganz zeitig, dass man offen über die Körperteile spricht, über die Körperfunktion, was dann mit dem Körper passiert und dem Ding auch Wörter gibt. Und das verlinke ich euch gerne unten nochmal, genau das bespreche ich in meiner Reihe zur sexuellen Aufklärung von Kindern. Mach Andersartigkeit zu etwas Gewöhnlichem, zu etwas Normalem und lass der Andersartigkeit keinen Wert beimessen. Jeder von uns ist anders, natürlich sind wir das. Die einen entsprechen mehr vielleicht dem gängigen Frauenmodell und andere weniger. Aber es sollte gar nicht so die Unterscheidung geben, bin ich normal oder bin ich anders? Jeder ist einzigartig und solange ich selbst in meiner Erziehung oder als Person dem nicht so viel Wert beimesse, umso eher ist es einfacher für unsere Töchter dann später sich zu akzeptieren in ihrer Andersartigkeit vielleicht. Damit haben wir ja sehr zeitig begonnen, dass unsere Kinder in einen heilpädagogischen Kindergarten gehen. Das heißt, die wachsen von Anfang an mit Kindern auf, auch mit Kindern auf, die eine Behinderung haben. Und schon das wird für sie normal. Das ist für sie völlig normal. Das sind für sie keine anderen Kinder. Und bei uns wird es auch so sein, dass eine Hautfarbe was völlig Normales ist, wenn jemand eine andere Hautfarbe hat. Also wir haben da auch schon ganz viele Bücher zu dem Thema da. Oder egal, wen du liebst. Also das sage ich ja immer wieder, ne? Die Liebe kennt kein Geschlecht. Mir ist es völlig wurscht, ob du eine Frau oder einen Mann liebst, weil es geht ja nur um die Liebe, dass ich Liebe geben kann jemand anderem. Und dabei ist es mir völlig egal, ob man homo oder hetero ist. Ich hasse sowieso schon diese Unterscheidung. Man liebt einfach, fertig, aus. Und schon das müsst ihr auch in eurem Haushalt einfach vorleben, dass Andersartigkeit was völlig, völlig Normales geworden ist und dass eure Kinder sich nicht dafür schämen müssen oder sich zurückziehen oder verändern müssen, weil sie halt ganz offensichtlich auf irgendeine Art und Weise anders sind. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und einige der Punkte haben euch vielleicht angesprochen. Wie bereits angekündigt, wird es zu diesem Thema am Dienstag um 20 Uhr hier auf meinem YouTube-Kanal einen Livestream geben. Wir werden mal schauen, 20 Minuten, 30 Minuten, eigentlich möchte ich es gar nicht so lang halten. Und wir können das nochmal besprechen. Ihr könnt nochmal Fragen stellen, die sich jetzt hier in dem Video vielleicht nicht so für euch gelöst haben. Oder könnt auch gern von euren Erfahrungen erzählen oder von konkreten Beispielen, wo ihr jetzt sagt, okay, ich weiß nicht, wie ich das jetzt richtig lösen soll für mich und meine Tochter oder wie ich richtig damit umgehen soll. Dann können wir darüber sprechen. Da können dann auch, das ist halt das Schöne, die anderen, die dann zuschauen, können halt auch ihr Wissen dazu beitragen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich viele von euch am Dienstag um 20 Uhr hier wiedersehe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!